Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spion und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Kenway. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Quartiermeister, wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonnie. Den Befehl. Anker lichten und Segel setzen, Männer. Wir segeln nach Jamaika. Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt. Vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert. Jack erledigte das Trinken. Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie? Sie hielt große Stücke auf dich. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ach. Gut, das zu hören. Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Aye. Unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor. Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Aye. Morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Belästigt mich nicht, englische Hunde. Seid ihr meine Eskorte oder meine Wächter? Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Preise den Herren für importierte Weine.
Salve. Bitte verzeihte mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo. Gott segne, Fatzke. Darum, hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren. Hurra! Und wie geht es Mrs. Rogers heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. I've got to hide out of here! Stop! Dieser Mann da! Der Italiener! Der war's! Was ist geschehen? Ist Captain Rogers verletzt? Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Thank you.
sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade. Sagten kein Wort. Beschädigt! Feuer! Feuer! Bereit zum Feuer! Feuer!
Sir! Feuer! 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 Jupiter Edward Kenway. Es schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen. So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren.
wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Ach, Captain Kenway. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei. Torres glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei. Seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Verwahrt es gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Viel Glück. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. ¡Atención! La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Oh, Dios, ¿ahora qué? ¡Marcus! ¡Oh, Jesus! ¡Tu gottverdammtes Monster! Gracias, señor. Esos prisioneros. ¡Cállate! Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata.
¡Vuestras posiciones! ¡Detente! Avisadme si veis algo raro. Das war's, Torres. Scheiße! Das wieder, hä? Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Und wenn ich dich erschieße? Genau, os vea venir. Hübsches Kerlchen aus der Nähe. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Du
bist sicherlich immun gegen Kugeln. Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Wir hörten, dass Taurus die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt?
Auf dem Gefäß stand Torres, es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen, westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Hornigo. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen können. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich. Und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Der Captain geht schwimmen! Warte, es ist etwas schattig hier, nicht wahr? Ich hatte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Soldaten, da vorne. Was sollen wir tun? Sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Die kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Alles sehr eigenartig. Was ist das? Später, Anne. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind.
Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Ei, halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei! ¡Mis piernas! ¡Oh, mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas no responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo o moriremos todos! ¿Has oído? ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Está aquí! ¡Estiradme! Gezwungen. Es steckt so viel Potenzial in dir. Es gibt so viel, was du noch nicht erreicht hast, was ich dir zeigen könnte. Mysterien, die deine kühnsten Vorstellungen überschreiten. Captain Kenway, immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein.
Aber dein Tod macht ein größeres Übel wett, als ich selbst je beging. Nun, daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Horus hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etzavoltes Utukila. Ka venen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich aber. Erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse bildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr wart. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif für ihre Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh, oh. Da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht Assassinen. Idioten! Allesamt! Ich beneide dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von diesen Dingern. Und bleiben! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe! Sicher! Sicher! Prüf den Puls! Er verblutet! Zeig das Opfer! Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Sie sind wahr, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Können Sie aufstehen? Gut, versuchen Sie zu laufen. Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Das alles tut mir so furchtbar leid. Einfach alles. Unsere Beweise wiesen alle auf sie. Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte.
Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Wo wir davon sprechen, unser Trailer ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Das hätten wir. Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus. Sie werden ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgeist ein. Bis bald. Und nochmal. Vielen Dank. Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen, erkennen diese Männer, nichts ist mehr heilig und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies! Diesen Sommer brechen sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer ihres Lebens auf. Schärfen Sie Ihre Entermesser, polieren Sie Ihr Holzbein und segeln Sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Echt gut, klopft dir auf die Schulter. Und frohes Hacken.